Ja. Ach, gestern ist was ganz Komisches passiert. Ich habe eine Mail bekommen, dass ich einen neuen Abonnenten habe. Hab dann geguckt, wer das ist und bin auf der Seite von Stefan123321 gelandet. Und naja, da kam im Autoplay ein Video, wo er Paracord verlust. Ich kann leider nicht mitmachen, aber es hält mich ja nicht ab, trotzdem ein Video zu machen. Was ist mein Lieblingstaschenmesser? Ganz klar, ein Opinel. War es schon immer. Vorher hatte ich ein Opinel 10 mit Carbon-Steilklinge in meiner Tasche. Jetzt ist es ein Opinel 8 mit Olivenholz und rostfreiem Stahl. Es hat natürlich nicht den Charme eines Opinels mit Kohlenstoffklinge, die schmutzig wird, dafür aber immer scharf ist. Es ist halt ein Opinel für Deutsche, wie ich letztens gehört habe. Da kam einer, das ist und sagte, das ist typisches Opinel für Deutsche. Olivenholz, damit das wird nicht schmutzig. Das Messer geht immer auf, weil es sich das Olivenholz geölt ist. Und die Klinge ist halt, wie die Deutschen, immer sauber, aber manchmal stumpf. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Also, ich finde ein Opinel, besonders das mit Olivenholz, das hat was. Leider gibt es das nicht größer. Opinel 8 ist ein bisschen klein für mich, aber ich komme damit auch klar. Ja, also mein Lieblingstaschenmesser, Klappmesser, ist ein eindeutig ein Opinel. Das war's von mir und tschüss.